So Leute, da bin ich wieder zurück. Ja, da hat sich wohl der Videospeicher der 1080 ein wenig vollgefressen. Keine Ahnung wieso, aber hey, wir sind wieder da und das ist alles, was zählt. Oh, auf geht's wieder gegen Juve. So. Hunter und Müller, ich will das sehen. Das verweigerst du mir jetzt nicht hier, PC. Ist ja wohl nicht wahr. So. Da ist er, unser Alex im München-Trikot. Die Pre-Season-Tour. Letztes Vorrundenspiel heute für die Bayern bei diesem Vorbereitungsturnier. Liebe Zuschauer, Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen Sie ganz herzlich willkommen. Tja, was haben uns die Bayern heute anzubieten hier im Suita City Football Stadium in Osaka? War bislang ein klasse Turnier und man steht ja auch vor diesem Spiel bereits im Finale, um das sich die Gedanken schon kreisen. Alex Hunter trifft da auf seinen früheren Verein mit Danny Williams. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Cristiano, Ronaldo, Dos Santos, Aveiro. Für mich ist der Portugiese neben Messi der beste Spieler der Welt. Das muss man einfach so festhalten. Und wie es sich für einen Superstar gehört, zelebriert er seine Auftritte ja auch sehr gerne. Ich finde, er kann sich erlauben. Ja, das ist, ja. Ich finde es manchmal ein wenig zu viel des Guten, aber wenn man aus sich eine Marke und nicht mehr nur einen Namen gemacht hat, dann glaube ich, kann man sich das durchaus erlauben. So gehen es die Bayern also heute an. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Unser Hunter Müller geht an den Ball. Und dann geht's los. Das und Müller sie gehen damit in ihr zweites Spiel in diesem Turnier. Und wir schauen, wie sie sich heute präsentieren. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Muss auch zusehen, das Spiel wird auf jeden Fall einen ganzen Zacken härter als das vorherige. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Müller. Kam Müller nicht an den Ball. Dybala. Und nun Khedira. Müller hat ja die Angewohnheit überall und nirgends zu sein. Die Pässe jetzt, der Ball läuft gut, sie verfallen nicht in Hektik, warten auf die Lücke, warten auf die Chance. Juan Cuadrado jetzt. Aber ich gerade eher noch ein bisschen Hektik schiebe. Thiago jetzt. Und James. Sie müssen irgendwie versuchen, James aus dem Spiel zu nehmen, sonst könnte... Jetzt Arjen Robben. So. Robben! Kein guter Abschluss. Oder ein bisschen niedergestreckt. Die Fans können es nicht glauben, für sie war das ein klarer Strafstoß. Khedira am Ball. Ah, hätte ich auch so gesehen, aber naja, hey. Ribéry. Thomas Müller. Ribéry. Er ist raus. Er war noch dran, gibt Ecke. Wunderbar. Die Fans der Bayern durften sich in der letzten Saison ja am Ende dann doch noch über den Titel freuen und das lag vor... Oh, ist da nicht wahr? Platte, aber die Chance lebt noch. Da passt er auf. Robben zieht ab. Oh. Ecke für die Bayern. Schade, Rob. Schade. Echt nicht übel. Durch die Beine durch. Alter, dass er ihn überhaupt noch gesehen hat. Heftiger Scheiß. Da kommt die Ecke. Hummels. Yes, Hummels. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung. Da kommt er mit dem Kopf dran. Die Ecke kam aber auch genau auf den Punkt. Ja. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Boah, aber wie knapp. Wie knapp plötzlich. Krasses Teil. Gut gemacht, Hummels. So kann es weitergehen. Die Münchner führen nach diesem Tor.
Khedira. Erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Dybala. Na schade, den durfte ich nicht mitnehmen. Dybala. Und Thiago. Hunter. Und jetzt ein Schuss. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Man muss es mal versuchen. Da ist der Ball aber zu lang unterwegs. Die Ecke kommt rein. Jo, ja, und da ist der Angriff Alex vorbei. Chiellini kann da klären. Joao Cancelo. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Wir erleben ihn jetzt Thomas Müller. Die Bayern im Vorwärtsgang. Der Ball zu Hunter. Da ist er da und hat die Flanke. Er hätte klappen können. Vorteil für Juventus. Müssen kurz ablassen. So. Nun Cuadrado. Das dürfen wir wieder. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Wir kommen einfach nicht ins Spiel, die beiden. Den Ball köpft er ins Seitenaus. Alaba jetzt am Ball. Thiago jetzt. Franck Ribéry jetzt über außen. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Schade. War knapp, Alex. Sehr, sehr knapp. Wir müssen Alex definitiv mehr ins Spiel jetzt bringen. Juventus über außen. Da wäre Platz. Ball kommt. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Jawohl, Alex. Komm, du bist schneller. Und Hunter. Geklärt von Terry Williams. Hunter. Da kommt er raus und hält den Ball. Verdammt, das ist doch nicht wahr. Und Cuadrado. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Boateng jetzt. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1-0. Das war schon also überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ja. Er macht das gut bis hierhin. Hat sein Tor gemacht und in einer weiteren Szene ja wirklich etwas Pech gehabt. Sonst wäre das schon der Doppelpack gewesen. Ja, Ronaldo, da hast du noch ein bisschen. Und sie gehen damit in ihr zweites Spiel. Pech bisher, aber wir kriegen das schon hin. Wir machen unseren Hunter schon noch ein bisschen besser in der Partie. Das kriegen wir schon hin. Und da sind wir schon mittendrin in der zweiten Hälfte. Also, und mal sehen, wie sich dieses zweite Gruppenspiel jetzt entwickelt. Müller. Thiago. Da ist Hunter. Ball geklärt, das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Thiago geht dazwischen. Und hier wird es Einwurf geben. Thomas Müller. James. Robben. Pass von Robben. Glanzparade. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Und jetzt Einwurf für die Bayern. Alex Hunter. Jetzt Matuidi dazwischen. Da wäre Platz für den Konter. Dybala. So, das wird nichts mit dem Konter. Da hat die Abwehr natürlich alle Zeit der Welt, wieder zurückzukommen. Jetzt Ronaldo am Ball. Nun Müller. Alex Hunter. Oh, komm schon. Ist bei der nächsten Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe. Dybala. Was? Und das komm ist ein schon. Freistoß für Juventus Turin.
Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Ja. Ist okay. Es wird Wechsel geben. Beide Trainer wollen was verändern. James raus. Terry Williams! Ganz stark abgewehrt. Vergiss es. Oh ja, das war ein bisschen der falsche Mitspieler. Jetzt Matuidi am Ball. Dybala. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Robben. Jetzt ist Platz für den Konter. Schade, schade, schade. Und nun Alexandro. Gut gedacht. Aber schlecht gemacht. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Dybala. Oh nein. Nein, 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 nein. Das war nix. Der Schuss Kilometer geht drüber. Boateng. Hunter. Müller. Und Hunter. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Douglas Costa. Oh, gefährlich. Dybala. Pjanic. Da macht Hunter schon alles möglich, dass der Ball gehalten wird. Thomas Müller. Thomas nicht ganz so gut. Sie bekommen den Einwurf. Super dazwischen gegangen. Er konnte nicht so schnell abschwimmen, wie ich wollte. Weiter Rückstand für Juve. Vielleicht geht jetzt was. Sie sind am Ball. Serge Gnabry. Super Pass. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Oh, leider zu weit. Wir kommen Hunter einfach gerade nicht ins Spiel. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Pjanic. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Alex Hunter. Matuidi. Jetzt Matuidi am Ball. Pjanic. Cristiano Ronaldo. Bernardeschi. Und Matuidi. Da gibt's Vorteil für Juve. Dybala. Und Ronaldo. Dybala. Sie müssen ein Tor erzielen. Erst aber hier wurde der Ball abgefangen. War ein bisschen überhastet, aber kann man machen. Früh die Hereingabe. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ach, 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Eine Minute noch. Alexandro jetzt. Chiellini. Ja, abseits, richtig. Der Blick. Und Alaba. Und Thiago. Ich fühle mich gerade ein wenig gefressen. Die Bayern haben es geschafft. Sie stehen im Endspiel dieses Vorbereitungsturniers. Dank Glückwunsch. Dank toller Kobitz. Erfolg in dieser frühen Saisonphase. Also die Mannschaft ist gut drauf. Und es wird ein interessantes Finale, denn es ist das Duell Alexander gegen seinen Ex-Club mit Danny Williams. Erstmals stehen die beiden sich also gegenüber. Dann gleich in einem, ja, kann man schon sagen, wichtigen Spiel. Und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Wir sind live dabei. Ja, da hat Cristiano Ronaldo wirklich diesmal kein großes Glanzstück vollbracht hier. Aber Hunter halt leider auch nicht. Dafür haben wir das Tor. Hummels hat getan, was er sollte. Müssen das nächste Mal besser aufpassen. Definitiv. Schade, 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 schade. Hätte mir gewünscht, dass Hunter ein bisschen besser reinkommt. Möchte jetzt gar nicht wissen, was jetzt hier drin steht. Okay, ist immer noch. Schön, dass mein Kumpel Alexander in der Vorbereitung so aufgetrumpft. Na gut, weiter. Weiter geht's in Tokio. Ich finde die Suite voll geil.
Oh! Oh! Hunter! Und Williams. Sorry, wir müssen Alex spielen. Los geht's! Wir müssen Alex spielen. Einfach. So. Das Spiel Hunter gegen Williams. Ich freue mich drauf. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Finale des Vorbereitungsturniers in Osaka. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie heute durch eine hoffentlich richtig interessante Begegnung. Auch von meiner Seite hallo. Das ist kein ganz gewöhnliches Spiel. Es ist das Duell zweier Ex-Kollegen, Danny Williams und Alex Hunter. Und die Frage, wie geht dieses Duell Hunter gegen seinen Ex-Club aus? Hoffentlich gut für uns. Was erwartest du heute von Danny Williams? Er ist eindeutig in Form. Das zeigen schon die drei Treffer, die er in den letzten drei Partien erzielt hat. Das Suita City Football Stadium ist seit 2016 die Heimat von Gamba Osaka. Und Wolf, Tradition hin oder her, das alte Stadion war einfach nicht mehr zeitgemäß mit seiner Laufbahn und dem fehlenden Dach. Na dann, auf geht's. So, und jetzt kann es hier endlich losgehen. Das ist der perfekte Rahmen für dieses Finale. Und ich glaube, das wird ein hochklassiges Spiel. Und die Frage ist, wer geht besser mit Druck um? So gehen es die Bayern also heute an. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Und das ist unsere Chance. Kurzen Blick. Auf der Angriff könnte was werden. Nee, der Ball alles bei Hummels. Ribéry über außen. Gut in den Lauf gespielt. Flanke auf Müller. Ball ist weg. Kommen Sie vielleicht noch mal ran. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Boateng. Thiago. David Alaba am Ball. Schönes Zuspiel. Da ist die Flanke. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Da wäre Platz für den Konter. Danny Williams. Und Thiago. Pass von Robben. Die Bayern über die Seite jetzt. Jetzt vielleicht. Alexander mit dem Treffer. Ding. Und wir sehen die Freude. Er trifft gegen seinen Ex-Club, gegen seine Ex-Kollegen. Ein ganz wichtiges Tor. Kurze Distanz. Kein Thema für ihn. Das macht er ganz souverän. Schön, Alex. Wunderbar. Da lag die ganze Wut aus den letzten Spielen drin. Wichtiger Treffer für die Bayern. Sie sind vorne. Williams am Ball. Das macht er gut. Der Ball ist weg und das klasse Zuspiel. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball. Dann ist er leicht abzuhalten. Thiago. Müller. Thomas Müller ist ja nicht nur Torschütze, sondern gerne auch Vorbereiter. Ja. Hunter! Den Schuss hält der Torwart. Ja, gut. Gute Gelegenheit. Aber es ist jetzt schon wesentlich weiter. Das zweite Tor heute gewesen. Es ist jetzt schon wesentlich weiter als vorher. Jetzt der Versuch. Thiago. Hunter. Klasse Pass. Thomas Müller, drin das Ding. Müller mit dem Tor. Wichtige Szene. Immer wieder ein Mann, der Verantwortung übernimmt. Natürlich auch im Finale. Keine gute Aktion vom Torhüter. Das Tor hätte nie und nimmer fallen dürfen. Ich weiß wirklich nicht, was er da machen wollte. Das sieht vorsichtig ausgedrückt unglücklich aus. Ja, das kann man durchaus so sagen. Hey! Geiles Ding. 2-0 bisher. 1 Hunter, 1 Müller, besser kann's nicht sein. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen.
Montoya. Bernard. Der Ball jetzt bei Thiago. Und jetzt haben sie den Ball. Super dazwischen gegangen. Ach, verdammt. Oh, jetzt ist er aber aggressiv. Da passt er auf und geht dazwischen. Ach, kommt nicht ran. Verdammt. Groß. Philipp Börner. Da geht Boateng dazwischen. Hunter, raus mit dir. Und gut gemacht, er hat den Ball erobert. Philipp Börner. Espiado. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Bernardo. Kam jetzt Rodriguez jetzt. Robin. Shane Duffy. Da kam Müller nicht mehr ran. Da sollte Müller rankommen. Fängt diesen Ball ab. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Jetzt schießt er! Was für ein Ding! Und da haben wir es, das Tor! Was geht hier los, Leute? Was ist hier kaputt? Das seit ist seinem normal. Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Boah, wie das gesegelt ist, das Teil. Heftig. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Vor allem das alles noch in der ersten Halbzeit. Und wenn Sie nicht aufpassen, dann wird das hier eine ganz bittere Nummer. Es steht schon 3:0. Komm, lach doch mal. Du musst voll glücklich sein. Was ein Traum, ey. So, und jetzt kann es hier endlich losgehen. Es ist der perfekte Rahmen. 52% Ballbesitz, 3 Tore, 4 Schüsse. Ja, leider schon eine gelbe Karte für uns. Aber ja, es ist beeindruckende Übersicht bei Steilpässen. Was für ein herrliches Tor außerhalb des Strafraums. Klasse Treffer aus kurzer Distanz. Dann schauen wir mal, was Danny uns noch zu bieten hat. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Philipp Bernard am Ball. Esquerdo. Weg ist der Ball. Ja. Sehr guter Einsatz. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Ribéry über außen. Und Schade, geklärt von Toro Gayo. Da kam er dazwischen. Und Ribéry. Flagge jetzt von Ribéry. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ribéry. Ribéry mit dem Schuss. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Aber ein Versuch wert. Kann man mal. Er hat im ersten Spielabschnitt aus meiner Sicht eine fantastische Leistung gezeigt. Wie siehst du das, Buschi? 2 Tore hat er schon auf dem Konto. Man liegt vorne. Also so kann es natürlich weitergehen. Und er ist ein Hauptgrund für diesen Spielstand. James. Müller. Müller! Und da klingelt der Kasten. Der Torhüter ist ohne Chance. Der Ball fliegt in den Winkel. Was ist das für ein Treffer? Er macht sein 2. Tor heute. Ganz starke Leistung. Klasse Leistung heute. Und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Sie liegen deutlich vorn. Ja, das kann man so sagen.
ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da setzt er sich gut durch. Williams am Ball. Nein, Williams, nein. Ich lasse dich da nicht durch. Philipp Bernhard. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Müller. Müller, klasse. Den Ball hat er. Da ganz souverän. Kam Gnabry nicht mehr ran. Hunter. Ballverlust. Okay, den hätte ich doch passen sollen. Nicht. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe. Und das ist der Ballverlust. Das hätte ich so dramatisch noch sein. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Gut. Klar, Einwurf gibt Einwurf. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Thiago, kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Goretzka. Javi Martinez jetzt. Jetzt können wir ganz entspannt ausspielen hier. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Oh, jetzt Einwurf für die Bayern. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Goretzka, den Ball blockt Gayo. Chance lebt noch. Jetzt Robert Lewandowski. Klasse Aktion, Lewandowski. Bam. Da macht er ihn rein. Und wieder war es Thomas Müller mit dem Treffer. Drei Tore in einer Partie, das ist selbst für Müller nicht alltäglich. Und damit hat er ein schönes Dreierpaketchen geschnürt. Und lässt sich völlig zurecht von den Fans feiern. Wunderbar. Wunderbar, Müller. Super Tor. Und ja, wir stellen nach der Partie auch eine Stufe höher vom Schwierigkeitsgrad. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Hier gibt es für sie heute nichts zu holen. Im Moment zumindest sind sie in allen Belangen unterlegen und viel wird sich daran wohl auch nicht mehr ändern. Nee, Wolf, das ist zu eindeutig. Jetzt geht es irgendwie darum, sich noch einigermaßen vernünftig aus der Affäre zu ziehen. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. So, der Wechsel jetzt bei Brighton & Hove Albion. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg haben wird. Dong. Das klang so wunderschön stumpf. Lewandowski jetzt. Pummels. Alaba. Und Robben. Den spielt er gut, aber nicht gut genug. Jetzt ist der Ball weg. Und jetzt Alaba. Der Schuss von Müller. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Okay, er geht raus. Können wir, wie gesagt, wir spielen das jetzt in aller Ruhe aus. Javi Martinez jetzt. Da gibt es nichts mehr zu holen. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff. Ja, wir stören glücklicherweise wirklich. Danny Williams. Oh, Danny, gut. Der Titel bei diesem Vorbereitungsturnier in Japan geht am Ende also an die Bayern und damit natürlich vor allem auch an Frankreich. Der stand hier im Mittelpunkt. Thomas bekommt seinen Ball. Mit Danny Williams. Spannendes Duell. Zwei sehr vielversprechende Spieler. Auch heute wieder spürt man, das sind zwei Akteure, von denen noch viel zu sehen und zu hören sein wird in der Zukunft. So. Wir stehen in Reihe und Glied, also wir zwei sitzen noch in Reihe und Glied, aber die Mannschaft steht in Reihe und Glied. Ich liebe ja immer dieses Prozedere zu beobachten. Also da ist Konfetti, da sind Fontänen, da sind Luftschlangen, da sind vor allem aber auch Kameraleute und Fotografen, die sagen, halt doch mal den Pokal da links, halt doch mal den Pokal da rechts, mach doch mal hier. Und als Spieler denkst du, hau ab, du Lurch, hau ab, ich will feiern.
Ja, ist doch wahr. Ja, Buschi, leg dich nicht auf. Wo sind seine Blenden? Ja, aber ist doch wahr. Guck dir das an. Herzlichen Glückwunsch. Können wir uns darauf einigen? Ja, Gratulation natürlich. Ein tolles Bild jetzt hier. Ich glaube, an diese Mannschaft werden wir uns noch lange erinnern. Ja, das ist ein sensationelles Team. Ohne Schwächen, einfach klasse zusammengestellt, auf den Punkt topfit und auch taktisch immer wieder überragend. Oh ja. Und ich brauche so, und jetzt kann es hier endlich los. Ich brauche ja an dem Punkt gar nichts mehr sagen. Wir ändern die Schwierigkeit auf jeden Fall auf Profi. Und ich verabschiede mich dann für heute aus dieser Aufnahme und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, euer FuelP. Ciao. Hey! Ich warte immer noch auf deine Entschuldigung. Hör zu. Wegen letzter Saison. Irgendwie geriet alles außer Kontrolle. Heute wurde ich... Weißt du was? Tut mir leid. Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Oh, wir sind wieder Freunde. Yay. Sushi? Warte, es gibt Sushi in Japan? Warum gebe ich mich nur mit dir ab?